Willkommen zu einer neuen Trailer-Rotation und ich sag jetzt mal nicht an diesem Sonntag, weil ich nicht sicher bin, ob ich das Ding am Sonntag überhaupt noch fertig bekomme. Los geht's diese Woche mit einem neuen Video zum Microsoft Flight Simulator, ein Spiel, an dem ich mich einfach nicht satt sehen kann und das wir alle demnächst spielen können, denn am 18. August kommt die Vollversion raus. Und sie kommt in drei Versionen raus. Die Standard-Edition wird 70 Euro kosten und 20 steuerbare Flugzeuge und zudem 30 besonders detaillierte internationale Flughäfen enthalten. Das ist auch die Version, die im Game Pass für PC und Xbox One mit dabei ist. Dann gibt es aber noch eine Deluxe-Edition für 90 Euro und da sind 5 weitere Flugzeuge und 5 zusätzliche Flughäfen drin. Und dann gibt es noch eine Premium-Deluxe-Edition für 120 Euro. Da sind nochmal 5 weitere Flugzeuge drin und nochmal 5 weitere besonders detaillierte Flughäfen. Außerdem haben schon die ersten Drittanbieter angekündigt, dass sie Erweiterungen für den Microsoft Flight Simulator entwickeln und anbieten werden. Und die wird man dann auch direkt im Spiel kaufen können. Und das ist eine Option, die die Entwickler von Asobo demnächst auch normalen Moddern zur Verfügung stellen wollen. Also es wird möglich sein, Mods direkt im Microsoft Flight Simulator zu verkaufen. Da wird es allerdings einen Freigabeprozess für die Verkäufer geben. Die Entwickler haben auch schon angekündigt, dass das am Anfang ein bisschen dauern könnte, also es nicht mit allzu vielen Verkäufern losgehen wird, aber dann wahrscheinlich nach und nach, wenn jetzt erstmal der Start geschafft ist, dann diese Shop-Optionen erweitert werden. Let me show you how the boss does it. Dieses Video wird euch präsentiert von Valorant, dem neuen Multiplayer-Shooter von Riot Games. Hier sind präzise Shooter-Skills und Einfallsreichtum gefragt, denn in den taktischen 5 gegen 5 Matches nutzt ihr nicht nur etliche Waffen, sondern auch die individuellen Spezialfähigkeiten eurer Agenten, um den Sieg zu erlangen. Valorant gibt es jetzt zum kostenlosen Spielen für den PC. Den Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung. Where is she, Chief? Where's Cortana? They'll make a girl a promise, if you know you can't keep it. No way! A Spartan? You better not be! Oh man, he's here! Und bleiben wir gleich bei Microsoft, denn da wurde ja diese Woche Halo 3 für den PC veröffentlicht. Es ist Teil der Master Chief Collection. Man kann es sich einzeln kaufen, dann kostet es 10 Euro. Ansonsten die Master Chief Collection kostet 40 Euro. Und es ist ein sehr guter Port, auch wenn bestimmte Standardfunktionen immer noch nicht drin sind. Zum Beispiel die Möglichkeit, Anisotropo-Filterung im Spiel anzuschalten oder Kantenglättung und solche Sachen. Das ist alles ein bisschen ärgerlich. Das Spiel an sich ist aber immer noch der Wahnsinn, macht auch sehr viel Spaß mit Maus und Tastatur. Sieht vielleicht nicht so gut aus wie die anderen Spiele der Master Chief Collection, weil es eben keine Neuauflage war und weil es dann doch der älteste Teil dieser Serie ist, der nicht nochmal einen neuen Anstrich bekommen hat. Es ist aber sowohl in der Kampagne als auch im Multiplayer ein Erlebnis, das sich jeder Shooter-Fan auf dem PC mal reinziehen sollte. Ja, und zu einem Genre-Standard, den man kennen sollte, gehört natürlich auch das erste Crysis, das jetzt doch am 23. Juli rauskommt, zumindest auf der Switch. Richtig gehört, die Switch wird die einzige Version sein, die Crysis Remastered nächste Woche bekommt. Die anderen Fassungen für PS4, Xbox One und natürlich für den PC haben noch keinen neuen Release-Termin. Was wir haben, ist ein neues Video zur Switch-Version. Dieses Video gibt es natürlich nur in 720p mit 30 FPS, weil das die maximale Darstellungsqualität ist, die die Handheld-Konsole von Nintendo unterstützt. Nichtsdestotrotz ist es ein interessanter Blick auf diese recht ungewöhnliche Fassung des Shooters, denn wer hätte schon gedacht, dass dieses Spiel, das bekannt geworden ist durch seine Hardware-Anforderungen, mal auf der Switch laufen würde, aber mein Gott, Witcher läuft ja auch auf der Switch. Wir sehen hier in dem Trailer ein paar vermeintliche Verbesserungen dieser neuen Version. Ich muss aber gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so ein Riesensprung zum Original ist, denn ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, das Material mal gegen die PC-Version zu stellen, aber ich glaube, im Detail werden wir uns das Ganze sowieso erst anschauen, wenn es dann auch für den PC und die großen Konsolen da ist, obwohl es technisch natürlich trotzdem ein Kuriosum ist, dass wir dieses Spiel auf der Switch erleben können. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich werde mir es für einen Urlaub einfach mal kaufen und reinspielen. Auch wenn ich es eigentlich schon auswendig kann.
Und machen wir gleich weiter mit dem nächsten Shooter, nämlich mit Serious Sam 4, wo wir leider immer noch keinen genauen Release-Termin haben, aber es bleibt dabei, das Spiel soll im August diesen Jahres für PC und für Stadia veröffentlicht werden und nächstes Jahr dann für die Konsolen folgen. Ich konnte letzte Woche mit den Entwicklern sprechen, auch da haben sie mir keinen genauen Termin gesagt, aber sie haben mir ein bisschen mehr Details zu diesen Massenschlachten erklärt, die ja angekündigt sind. Und zwar ist das so, dass das wohl eher so als Atmosphäre drumherum Element gedacht ist, gar nicht unbedingt, dass man tatsächlich gegen zehntausende Gegner selbst kämpfen muss. Angeblich soll man aber zu allen hinrennen können und alle umlegen können. Also technisch ist das tatsächlich wohl alles drin. Ob dem wirklich so ist, ich kann es euch nicht sagen. Wir haben immer noch zu wenig Material von diesem Spiel. Also warten wir mal, was da im August kommt. Währenddessen sehen wir hier schon den neuesten Trailer zu Hell Let Loose, einem Multiplayer-Shooter, der derzeit auf Steam im Early Access ist und wo gerade Update 7 veröffentlicht wurde. Diese neue Version verbessert unter anderem die Animationen in First-Person- und Third-Person-Ansicht, macht Klettern einfacher, liefert ein stark überarbeitetes Soundsystem und es führt die erste richtige Stadtkarte in das Spiel ein. Das heißt aber noch lange nicht, dass Hell Let Loose fertig ist. Da kommen noch jede Menge weitere Inhalte und Verbesserungen in den nächsten Monaten. Aber auch jetzt schon ist der Multiplayer-Shooter, zumindest laut den Erfahrungen meines Kollegen Alexander Beck, durchaus eine Empfehlung wert. Auch wenn man natürlich immer im Hinterkopf behalten muss, das ist alles Work in Progress. Wenn man gemein wäre, könnte man sagen, dass auch No Man's Sky so eine Art Work in Progress ist. Aber fairerweise muss man sagen, dass das Spiel nach dem sehr holprigen Start viele, viele, viele neue Inhalte und Verbesserungen in den letzten Jahren bekommen hat. Und jetzt ist der nächste Patch da und der bringt verlassene Frachter, die man im Weltall finden und dann betreten und erkunden kann. Deren Innenleben ist prozedural erstellt und es erwarten euch neben Umgebungsgefahren auch Aliens und Roboter, die ihr bekämpfen müsst, was jetzt dank ein paar Balancing-Anpassung auch mehr Spaß machen soll. Was das Update auch bringt, sind neben kleinen Story-Inhalten, die man in diesen Frachtern finden kann und Erweiterungsoptionen für die Frachter, also für die spielereigenen Frachter, auch grafische Verbesserungen, und zwar jede Menge, volumetrisches Licht, verbessertes Blumen, also insgesamt sieht das komplette Spiel jetzt auch deutlich moderner aus, was die Beleuchtung angeht. Die kompletten Patchnotes, die mal wieder richtig umfangreich sind, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und nur zur Erinnerung, wer das Spiel mal ausprobieren will, das ist jetzt auch gerade im Game Pass verfügbar. Auch zu meinem Lieblingssorgenkind Outriders gab es diese Woche ein neues Video, nämlich einen Story-Trailer, wo man auch mal die deutsche Vertonung hören kann. Und ich weiß, ich bin vielleicht der Einzige auf der Welt, der sich wirklich für dieses Spiel begeistern und interessieren kann. Aber egal, ich mache hier das Video, also kommt dieser Trailer da auch mit rein. Viel Spaß! Während die letzten Überreste der Menschheit dabei sind, sich selbst zu vernichten, ist das Signal immer noch dort draußen. In ihm liegt der Schlüssel zu unserer Erlösung. Und so beginnt unsere Reise aus den Ruinen unserer Welt hinein in das Unbekannte. Was ich gesehen habe, das glaube ich nicht mal selbst. Wo ich die zwei hinbringe, gibt's kein Zurück. Du denkst, du träumst. Was zum... Das ist real. Deckung! Tu, wofür du hier bist! Geh! Hinter die Grenze! Das ist das Ende der scheiß Welt da draußen. All dieser Starrsinn, diese Welt wird untergehen. Shut up! Und was bleibt dann noch? Jenseits von hier lauert nur der Tod. Ich finde das Signal. Thank you.
Das hier sind erste Gameplay-Szenen aus einer frühen Version von Deathground. Und da hatte ich ja in der letzten Trailer-Rotation schon den Ankündigungstrailer. Das heißt also, so wahnsinnig viele mehr Informationen sind in dieser letzten Woche auch nicht dazugekommen. Ich habe aber mal geschaut, die Kickstarter-Kampagne von den Indie-Entwicklern läuft ganz gut. Sie sind aktuell bei 70.000 Euro, wollen um die 90.000 Euro erreichen. Und wie in der letzten Folge schon gesagt, ist das ja auch nur eine Teilfinanzierung. Sie greifen auch auf eigene Finanzmittel zurück und sind jetzt ungefähr schon seit 6 Monaten an der Arbeit für dieses Spiel. Die Early Access Version auf dem PC soll dann im dritten Quartal 2021 starten, ist also noch eine ganze Weile hin. Aber hier bekommt man zumindest mal einen kleinen Eindruck von der Atmosphäre, die Deathground so vermitteln soll. In dem Spiel kämpft man ja allein oder im Team gegen Dinosaurier, beziehungsweise da das Ganze auch so ein bisschen Alien Isolation mäßig ist, kämpft man gar nicht unbedingt immer, sondern versteckt sich auch sehr viel. Na, habt ihr auch alle gedacht, da kommt jetzt noch ein riesen Dinosaurier aus dem Busch gesprungen? Mich hätte es nicht überrascht. Naja, was ihr hier seht und was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, ist dieser neue Trailer zum Surgeon Simulator. Überraschend ist nicht unbedingt, dass es einen Trailer gibt. Es ist auch nicht überraschend, dass wir endlich einen Erscheinungstermin haben. Das Spiel soll nämlich am 27. August über den Epic Store auf dem PC veröffentlicht werden. Was ein bisschen überraschend ist, dass es neben dem Story-Modus, den man ja alleine oder im Koop spielen kann für bis zu 4 Spieler, auch einen Creation-Modus gibt. Und der wird in diesem Trailer vorgestellt. Und wenn man sich das Video so anschaut, könnte man sich natürlich ein bisschen fragen, was hat denn das alles noch mit Surgeon Simulator zu tun? Aber man muss vielleicht wissen, dass beim zweiten Teil dieser Physik-Simulations-Scherz-Serie, könnte man vielleicht so sagen, der Multiplayer-Aspekt oder der Koop-Aspekt ausgebaut wird und auch die Spielumgebung massiv ausgebaut wurde. Man kann sich jetzt frei in einem Krankenhaus bewegen. Man muss teilweise Rätsel lösen, zumindest so kleine Physikrätsel lösen, um an Organe, Ersatzorgane ranzukommen. Und man kann solche Level und Aufgaben eben auch für sich selbst oder für andere Spieler bauen. Und das passiert eben mit diesem Creation-Modus, der hier im Trailer mal vorgestellt wird. Wenn ihr den Surgeon Simulator 2 übrigens vor dem 27. August schon spielen wollt, dann müsst ihr ihn im Epic Game Store vorbestellen, denn dann kommt ihr die geschlossene Beta vom 7. bis zum 9. August. Und das Spiel kostet als Standardversion 21 Euro und als Deluxe Edition gibt es das Ganze für 33 Euro. Und da ist dann unter anderem auch der Season Pass und der Soundtrack und noch so ein paar kleine Gimmicks mit dabei. Und wie immer gilt bei solchen Angeboten, so nett das Spiel auch sein mag, was für ein Scheiß, Beta-Zugang an Vorbestellungen zu knüpfen. Das bislang PlayStation VR-exklusive Paper Beast kommt nächste Woche für den PC raus. Genau genommen wird es am 24. Juli veröffentlicht und unterstützt dann HTC Vive, Oculus Rift und Steams Index VR-Headset. Die neue Version kriegt ein bisschen bessere Grafik und hat ein paar mehr Kreaturen zu bieten. Inhaltlich ist das Ding aber immer noch recht schwer zu greifen. Man könnte es am besten damit beschreiben, dass Paper Beast eine Aneinanderreihung von bestaunenswerten Momenten ist. Und das wiederum passt, denn der Mann dahinter ist Eric Chahi, also der Erschaffer von Another World, einem absoluten Spieleklassiker von Anfang der 90er Jahre. Und auch dieses Spiel war ja damals ein Erlebnis zum Dauerstaunen.
Am 20. August, auf den Tag genau ein Jahr nach der Veröffentlichung von Remnant from the Ashes, kommt der letzte DLC für das Spiel raus und der schließt die Geschichte ab. Die Erweiterung Subject 2923 wird 2 neue Gebiete mit sich bringen und 10 € kosten. Es wird ab dem 20. August auch eine Komplettedition mit allen DLCs geben, die für PC und für Konsolen für 50 € angeboten wird. Dieser Trailer hier liefert einen kleinen Ausblick auf die neuen Umgebungen, die man in der Erweiterung erkunden wird. Und inhaltlich soll der DLC ein paar Fragen aus dem Hauptspiel natürlich beantworten und so die Herkunft der Saat bzw. den Hergang der Saatinfektion der Erde erklären. Neben dieser ländlichen Region, die dann in einer verlassenen Geheimbasis des Militärs endet, wird es noch eine zweite neue Umgebung geben, in der man gegen irgendwelche merkwürdigen Rattenmenschen kämpft, wo es dann auch vom Klima her deutlich kühler wird. Zu sehen war das bereits im Ankündigungstrailer, den ich euch ja in einer vorherigen Trailer-Rotation gezeigt hatte. Harvest is an alternative take on the history of the 1920s. Taking inspiration from this time of industrial change, Iron Harvest's fictional states and characters find themselves in the aftermath of the Great War. Huge diesel-fueled machines, invented to serve humanity, have only lifted warfare to another level. And mankind has had to realize that the war that was supposed to end all wars has ended nothing. The Rusfied Empire, ruled by Tsar Nikolai, is a huge nation far beyond its zenith. Social injustice has created rising tensions between the different classes, and the Great War nearly tipped the country into chaos and revolution. Only the ongoing conflict with their neighbors Polania and Saxony is keeping the kingdom from falling apart. Some say that there are hidden powers trying to keep the conflict burning. The Rusfied philosophy of mech construction is to forge metal monsters, neither aiming for superior speed nor technology, but instead drawing from the rich resources of their giant empire to force their opponents to their knees. But that method of wasteful construction is getting more and more problematic, as the rivalry for these rare goods is one of the reasons for the conflict itself. The SHM-69 SERP best illustrates Rusfied's philosophy. With heavy armor like this, it's easy to bring knives to a gunfight. It's a blood-curdling sound when these huge sickles crash into each other. Yes, it's slow, and yes, it might take several hits until it comes into striking range, but when that happens, the opponents mostly regret having chosen to go toe-to-toe. With one heavy stroke, the sickles cut through steel like butter, and it accepts no obstacle in its way. The SHM-60 Grozer is the polar opposite. The preferred shock trooper of the Tsar is the fastest Rusfied unit. Even more, with its rocket jump ability, it is one of the most mobile units in the game, and always good for a bad surprise. Especially when calling in their airborne brothers out of the blue. Fast in or fast out, these weakly armored exoskeletons are a problem for everyone without battlefield awareness. But enough about melee units. For the SHM-68 Nakavalnya, only a distant target is a good target. It is basically a rocket phalanx on 2 huge wheels. Its salvo covers a huge area with a lethal hailstorm of rockets. Who needs precision when you can fire dozens of rockets within seconds? Unfortunately, the Nakavalnya is very slow and vulnerable if the enemy gets close. So it's best if they operate in the back line, well guarded by their comrades.
Olga Morozova is a Rusfyad operative working tirelessly to protect the Tsar and Mother Rusfyad from internal and external threats. On the back of her Siberian tiger, Changa, she is able to quickly get behind enemy lines and take out critical targets. In silence, she is a stealthy and deadly unit that can wreak havoc among infantry up close with her blade and with her MP in mid-range. And she has even more tricks up her sleeve. If Olga is around, no one should feel safe. The Rusfyad army is suffering from great losses. Many men have died in the ongoing skirmishes, and the Rusfyad people are starting to question the motives of that conflict. Long live the Tsar is still echoing in the streets, but dissatisfaction is growing among the people now that the outside threat is becoming more and more eliminated. Tja, was soll ich da groß sagen? Der Sprecher hat mir alle Arbeit abgenommen, und das gilt auch für das jetzt kommende Video. The time has come. AI teammates are back in Ghost Recon Breakpoint. And for all solo players, they're gonna be a game changer. Available at any point after you have reached Erewhon for the first time, Fury, Fixit, and Vasili can be activated or dismissed at will. And from the beginning, you will be able to fully customize them. This customization includes all of the physical attributes, as well as gear, equipment, or even full costumes. Your teammates can be tweaked just as much as your main character. Just like Nomad, your teammates will adapt and react to the world of Eroa and its environments, and they will always follow your own behavior. If you decide to go stealth, they will equip silencers and crouch, or go prone when possible. But if you decide to go loud and open fire, they will stick by your side. When deployed, you can issue different orders to your teammates through the order wheel. There are four different orders you can give to your teammates. You can tell them to regroup on your location, to hold their current position, to go to a specific location, and to open fire on nearby enemies. These orders can be given at any time, even through your binoculars and drone. Once they approach potential threats, the teammates will notify you and mark them automatically. Got a hostile. With a good look at your enemies, you will be able to set up a sync shot where each of your teammates picks a target. You can even link it to your three sync shot drones for a simultaneous 7-target takedown. The teammates have weapons equipped at all times, a versatile assault rifle to accommodate all situations, and a primary weapon that you will be able to fine-tune. Indeed, apart from mark upgrades and passive bonuses, the full gunsmith is accessible to your teammates. And their weapon of choice will have a direct effect on the battleground. Depending on the type of weapon they have equipped, the teammates will adapt their engagement distance and rate of fire. From close distance shotgun wielding, all the way to long distance sniper shots. Of course, if you get taken down, your teammates' priority will be to try and rescue you. To achieve that, they will first focus their fire on the surrounding enemies before getting to you. And they will expect the same from you, especially as you will be able to carry them to safety if the situation requires it. Finally, the teammates will also be your best allies in any vehicle, especially on the road and during high-stake pursuits. The teammates will be available for all solo Ghost Recon Breakpoint players on July 15th. I will repay your sacrifice with their blood. Also man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es in diesem Video zu wenig Shooter-Action, besonders zu wenig Ego-Shooter-Action gab, aber einen habe ich noch. Genau genommen habe ich noch zwei. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Hellbound, denn das Spiel hat jetzt einen Release-Termin. Da kommt die PC-Version am 4. August raus, und um das ansprechend zu feiern, wurde auch neues Gameplay aus der Kampagne veröffentlicht. Was ein bisschen merkwürdig ist, dieses Kampagnen-Gameplay-Level zeigt den Level, den es auch schon seit einer halben Ewigkeit als Demo auf Steam gibt, warum auch immer. Wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt, geht auf Steam, ladet euch die Demo runter, schaut es euch ansonsten hier im Video an. Es ist ziemlich selbsterklärend, straightforward, durch die Level laufen, alles mögliche über den Haufen ballern, keinerlei Story oder irgendwelche solche Sachen erwarten, und dann hat man das, was Hellbound so ist.
Und in der Demo hat das durchaus Spaß gemacht. Ob das jetzt stundenlang unterhalten kann, ist eine andere Frage, aber so für zwischendurch macht das einen ganz guten Eindruck. I'm the best at what I do. And what I do is kill motherfuckers. It's a tragedy how the site of the greatest architectural feat of the Kumo Brotherhood is wasted on your ignorant... I think I'm losing you. Just get me out of here, before the demons do. Einen weiteren Ego-Shooter habe ich euch versprochen und hier ist er. Hier ist Gameplay aus Shadow Warrior 3. Da gab es ja letzte Woche in der Trailer Rotation den ersten Gameplay-Trailer mit flott zusammengeschnittenen Szenen. Jetzt habe ich von den Entwicklern 16 Minuten am Stück bekommen, mache daraus auch noch ein richtiges Vorschau-Video, denn ich konnte auch mit den Machern sprechen. Heute kann ich euch aber nur einen kleinen Teil daraus zeigen, weil das NDA für das komplette Video fällt erst morgen am Montag und es sieht jetzt sehr so aus, als würde dieses Video am Sonntag doch noch fertig werden, also hat alles gut geklappt. Was dieser Clip aber schon zeigt, ist eins der neuen Feature, nämlich gibt es jetzt auch bei Shadow Warrior Finisher und die sind so, dass wenn ihr einen Gegner im Nahkampf ausschaltet und diesen Finisher auslöst, ihr dessen Spezialfähigkeit für kurze Zeit, also für so rund 20 Sekunden übernehmen könnt oder eine einzelne Aktion damit auslösen könnt und hier im Video sieht man das zum Beispiel bei einem Gegner, wo man dann so eine Art Eisgranate werfen kann und alle Gegner erstarren lässt. Das ist aber natürlich nur eine von vielen Neuerungen und es gibt auch ein paar durchaus interessante, vielleicht aber auch streitbare Veränderungen im Vergleich, besonders zum direkten Vorgänger Shadow Warrior 2, aber mehr dazu dann im ausführlichen Vorschauvideo. Das soll es jetzt erstmal für die Trailer Rotation an diesem Sonntag, ja und jetzt kann ich sagen, an diesem Sonntag gewesen sein. In der nächsten und wahrscheinlich auch in der übernächsten Woche gibt es dann keine Trailer Rotation, weil ich erstmal Urlaub habe. Aber danach geht es hier an gewohnter Stelle natürlich mit dem Format weiter, zumindest wenn ihr das möchtet und weiterhin fleißig zuschaut. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann, euer Fritz. That Kumo Brotherhood you mentioned, is that like a boy band or something?